Hallo Deep Crab, dankeschön. Ich mache gerade einen Stream-Test, weil mein Internet im Moment total abfuckt. Ich kann so nicht mehr richtig streamen, deswegen muss ich gucken, ob es die ganze Zeit beeinträchtigt ist. Aber ich habe schon gesehen, dass es ein bisschen schwankt. Nee, Killer brauchst du nicht. Der hier wird sich lösen. Hey, bring ich dir etwa bei, wie man nichts tut? Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Stimmt, mein Handy ist ja nicht stumm. Hab ich mich erschrocken. Ich kriege ja immer eine Benachrichtigung, dass ich streame. Danke, Handy, dass du mir eine Nachricht gibst, dass ich streame. Hab ich mich gerade erschrocken. Ey, ist das dumm. Killer, wenn du ins Bett gehst und schlafen gehen musst, dann schlaf ruhig. Ich bin auch eigentlich total müde. Ich müsste eigentlich auch ins Bett gehen und schlafen. Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen. Jetzt sitze ich schon wieder und versuche zu streamen. Ist aber mehr zum Testen. Ich beobachte halt, ob es am Tage nur einbricht oder auch nachts. Und ja. Hallo, Baiwa. Gut. Nein, tue ich nicht. Also halte dich aus meinen Angelegenheiten raus. Ich wollte nur behilflich sein. Der hey. Löst sich bestimmt. Hallo. Achso, wollte nicht. Ich dachte. Ich wollte nett sein. Boah, hat das gerade geleckt. Also das Spiel jetzt. Ich spiele an der PS4. Mann, ich wollte doch nur nett sein. Leute, das ist zu viel für uns. Schnell, weg von hier! Was denn? Wer schießt da auf mich? Da wollte ich mal nett sein und dann... Können wir nicht Freunde sein? Aha, ich muss ja nachher. Wie komme ich denn da hoch? Dann verprügel ich dich. Ja, ja, warte, warte mal. Bleib mal schön da oben. Er sagte, dass ich schlafe, lag im Bett beim Far Cry spielen. Dann spiel weiter. Ich werde sowieso nicht weit kommen, deswegen, ich sag mal, in den nächsten 10 Minuten werde ich bestimmt wieder, ausmachen dürfen. Ich hab dich... Ich wollte freundlich sein, wirklich. Aber ihr habt mich nicht gelassen. Scheiße, ich wollte die Waffe eigentlich nehmen. Habe ich jetzt gerade echt die Glocke gemeldet? Oh nein. Warum habe ich das getan? Hier oben bin ich. Wissen die jetzt bestimmt. Aua. Nee, ich habe mich gerade geheilt. Er fängt ja echt gut an, was ich hier mache. Messer kann ich auch immer gebrauchen. Ob ich den von hier aus treffe? Da sind sehr viele, ich sehe schon. Ich habe ihn getroffen. Wie soll ich den jetzt? Also, das sind sehr, sehr viele. Die treffe ich nicht so einfach wegen dem Scheiß. Oh mein Gott. Das sind sehr, sehr viele. Ach du Kacke. Aua. Echt unscharf. Ja, ich kann nur mit 2000 machen. Ich kann nur mit 2000 streamen. Wenn ich 3000 mache, kann ich gleich wieder ausmachen. Das ist der Nachteil leider. Entweder streame ich so oder gar nicht. Das ist leider blöd, ich weiß. Ich wünschte, das wäre auch anders. Ich wünschte es, dass ich wieder mit 4000 machen kann. Oder wenigstens mit 3000.
Aber geht leider nicht. Selbst mit 2000 spackt es leider rum. Es ja, dient ja auch nur zum, zum Testen, ob es überhaupt funktioniert. Kann leider nichts versprechen. Oder wovon verarscht mich im Moment die ganze Zeit irgendwie? Sagen, die schickt mir einen Techniker und dann kriege ich wieder nur so ein... so eine bescheuerte SMS, dass keiner benötigt wird und so ein Quatsch. Hat einfach keinen Sinn mehr. Ach komm. Ihr trefft mich und ich euch nicht. Ach klar, du hast eh nicht viel verpasst. Warum trifft man nicht? Der schießt doch da durch, oder nicht? Ja, oh, leck mich doch. Ich bin hier. Macht mal das Tor auf. Macht mal auf. Wenn die mich jetzt treffen, dann mach ich aus. Ey, ganz ehrlich. Wie komme ich denn jetzt da rein? Ja, das bringt auch nichts, Killer. Die helfen mir trotzdem nicht. Und ich muss ehrlich sein, wenn es so bleibt, dann kann ich halt nicht weiter streamen, weil das ist qualitativ auch kacke für euch und für mich auch, wenn es die ganze Zeit schwankt und ich komme dann auch mit den ganzen Games überhaupt nicht hinterher. Wenn ich immer nur 3 Stunden oder überhaupt nicht streamen kann, das ist nicht wirklich produktiv dann. Muss ich ehrlich sein. Ich bin in die Eier geschossen. Ich werde sowieso jetzt sterben, ne? Ja, ja, ich werde eh sterben. Gut. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich sterbe. Das ist nämlich wieder fehlgeschlagen. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht auch überreden, dass er freundlich bleibt oder seine Hände hochmacht. Aber nein. Der war direkt feindlich auf mich. Soll ich dir sagen, was der NPC dir verraten hätte, wenn er länger gelebt hätte? Welcher jetzt? Der am Baum? Das erfahre ich vielleicht gleich. Ich weiß es nicht, wo ich jetzt spawne. Andere Leute einschalten. Ich wüsste nicht, wie mich jetzt einschalten soll. Also, das bringt mir auch nichts. Das behebt leider mein Problem auch nicht. Okay, die sind auf... die sind in Alarmbereitschaft, okay. Das ist ein bisschen doof. Aua? Das war ich jetzt nicht. Ach, so scheiße. Geh mal hier hoch. Nimm das, Eindringling! Ja, warum? Ich wollte doch gar nichts tun. Wer schießt denn jetzt auf mich? Nimm das, Eindringling! Hä? Ich weiß, aber warum? Manu! Warte, muss nachladen. Hä, wer schießt denn da auf mich? Die machen Druck? Ja, die machen jetzt extra Druck für mich. Killer. Das glaubst du wohl selber nicht. Ach, da unten ist er. Entschuldigung, aber ich musste dich jetzt töten.
Ja, ich wollte eigentlich nicht so mit Krawall rein. Das ist ein bisschen doof. Viele Infos bekommt man echt nur mit Geduld und viel Zuhören. Ja, ich weiß. Ich wollte mich ja eigentlich nur anschleichen, dass er mich dann sieht und vielleicht seine Hände hochmacht, so wie der andere Typ. Der hat ja auch nichts gemacht. Ja. Das hat leider nicht funktioniert. Ich komme von da rüber. Ah, okay. Möchte ich da rein? Ich weiß es nicht. Weil sie mich schon gesehen haben. I'm friendly. Leute, einer von uns ist tot. Ja, dann kommt doch nicht hierher, Mann. Warum tut ihr das? Aua. Artyom, nicht sterben. Ja, das Problem ist, ich werde hier von allen Seiten angegriffen. Echt scheiße. Richtig beschissener Checkpoint. Den treffe ich mal wieder nicht. Was ist denn da für eine Waffe? Ich überlege, ob ich jetzt irgendwie anders... Da kann man rüber. Ich weiß aber nicht, ob ich... Alter, ihr trefft mich von hier auch noch. Hä, von wo trefft ihr mich? Seit dem 12. Ja, Vodafone hat es immer das ganze Jahr über Probleme. Ich habe es erst seit ein paar Tagen wieder. Seit 3-4 Tagen, dass es wieder extrem ist und nicht mehr weggeht. Auch der ist schon wieder geht weg. Was hat denn der für eine Waffe? Oh mein Gott, wie viele. Ihr könnt auf jeden Fall sehr gut aimen, ich sehe schon. Würde ich auch gerne können. Wenn die jetzt herkommen, bin ich echt im Arsch. Aber ich habe Brandgranaten. Anbieter wechseln ist keine Option. Das ist ein bisschen schwierig, leider. Also es hat andere Gründe. Nicht, dass ich jetzt nicht möchte. Alter. Ich hoffe, dass ich das, dass ich wechseln könnte. Ich würde gleich wieder sterben. Das Problem ist aber, ich wollte eigentlich, dass ein Techniker mal hierher kommt, um zu schauen, ob hier alles in Ordnung ist. Damit ich dann ausschließen kann, dass es hier an uns liegt, weil es bringt ja nichts, wenn ich, wenn ich den Anbieter wechsle und dann ist das Problem trotzdem. Deswegen wollte ich ja, dass ein Techniker herkommt und darum habe ich heute angerufen und ziemlich die angemacht, dass ich die, dass ich kündige, wenn die mir jetzt nicht einen Techniker herholen. Lief eigentlich alles auch, die haben gesagt, die rufen mich in 24 Stunden an. Kriege ich eine Stunde später eine SMS, ist eine Netzstörung vorhanden, das was ich vorher schon gekriegt habe, diese Information. Also davor hatte ich auch schon ein Störungsticket. Ein Technikertermin ist nicht nötig und machen wir einfach diesen Termin weg. Obwohl ich gesagt habe, ich möchte einen Technikertermin haben, dass einer herkommt. Das finde ich schon ein bisschen arschig, muss ich ehrlich sein. Die machen sich mehr... Ja, ich glaube auch nicht, dass das irgendeine Netzstörung ist. Die können mir nicht erzählen, dass jedes Mal eine Netzstörung ist und dann... Warum habe ich jetzt geworfen? Eine Netzstörung ist und dann ist es jedes Mal behoben? Ja, ja. Also die Storys können so einen anderen erzählen. Finde ich ziemlich dreist.
ist denn für ein Geräusch hier? Eine Schlange oder sowas? Oh, ich sehe schon. Allen. Okay, muss ich gut aufpassen. Nicht, dass ich jetzt in eine reinrenne. Ich hoffe, der Weg bringt was. Ich laufe jetzt einfach weg von denen. Muss ich ja nicht alle umbringen. Ah, warte mal. Das ist ein... das ist... ein Wasserweg von der anderen Seite aus, ne? Scheiße. Komm nicht drum herum. Oder? Scheiße! Ah, hätte sein können. Du schon wieder. Katzel, du schon wieder. Ja. Ja, ich muss viel testen und gucken, wann ich streamen kann und wann nicht. Traurigerweise. Ja, Killer, leider bringt mir sowas nichts. Mir bringt solche Sprüche bringen mir überhaupt nichts. So viele Leute streamen heute mehrfach? Echt? Ich bin das eigentlich gar nicht gewohnt, mehrfach zu streamen am Tag. Wenn ich den Stream ausmache, dann mache ich ihn auch aus. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass ich den mehrmals am Tag anmache. Ah ja. Ich glaube, ab 18 Uhr fing das an, richtig, wo es abgekackt ist. Und seitdem permanente Störungen. Ich weiß es nicht. Ach, ich will euch nicht töten. Können wir nicht darüber reden? Komm her, Streuner. Wir müssen reden. Die suchen mich auf jeden Fall. Wo genau muss ich denn hin? Vielleicht kann ich da durchschleichen. Nein, kann ich nicht. Ich sehe den Eindringling. Warum? Wo seht ihr mich? Wie? Wieso? Weshalb? Warum? Hasse euch. Oh, das ist so einer wieder. Hier, nimm mal das hier. Es scheint zu laufen. Ja, aber nur mit 2000 Bitrates leider. Deswegen ist es ein bisschen pixelig. Was ich auch nicht so toll finde. Naja. Wenn ich demotiviert klinge, es tut mir echt leid. Es ist sehr stressig für mich. Weil Stream ist für mich eines meiner größten und liebsten Hobbys. Und ich kann es im Moment nicht so richtig ausüben. Au! Oh. Oh, das sind viel zu viele! Wo ist die Höhle? Nee, hast du nicht. Alter, was habt ihr für Waffen? Ich will auch so eine Waffe haben. Ich schnetzle mich mit zwei Schüssen weg und ich muss hier perfekt aimen, um die zu töten. Das ist doch unfair. Unfair. Er versteckt sich, also hat er Angst. Wir sollten ihn erledigen. Ja, ich habe auch Angst. Am Handy ist es immer noch gestochen scharf. Solange es nicht auch noch leckt, ist alles vielleicht ein bisschen besser. Ah, Mann. Ich bin echt so scheiße müde. Ich habe die letzte Nacht nicht geschlafen. Jetzt habe ich den Stream wieder angemacht. Ich scheine auch nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben. Nein, du! Geh weg! Hier! Renn! Stirb! Ich habe noch genug für euch alle. Hallo Klaus, wie geht's dir? Und Katzel, habe ich dich eigentlich auch gefragt? Ich weiß gar nicht, ob ich euch vorhin gefragt habe. Ist ja schon mal der zweite Stream-Start-Test. Ich sehe keinen mehr. Oder meine Augen sind einfach zu müde.
schlägt bei dir. Ich weiß nur, dass meine Nase schon da kitzelt. Das ist wirklich... Ich habe echt eine Allergie gegen Stream, glaube ich. Ich habe den Stream angemacht und musste direkt niesen. Das ist voll... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hey, hier ist doch die ganze Zeit was zum Sammeln. Ja, ich muss gerade hier ein bisschen aufpassen. Ich tust du nicht. Treffe ich dich eben auch. Hab heute Apex probiert, das macht Fun. Echt? Scheinen sehr viele im Moment zu spielen. Ich muss ehrlich sein, es ist nicht so... Also es sieht zwar cooler aus als der andere Krimster, wie PUBG und Fortnite und was weiß ich, was es da alles gibt. Aber es ist trotzdem nicht so meins. Also ich würde es vielleicht, wenn ich es hätte, privat ausprobieren. Nicht alleine. Aber so Stream oder so, nee. Gar nicht so. Vielleicht redest du es dir ein. Vielleicht ist es unbewusst. Das kann sein, ja. Das kann gut sein. Mein Kopf weiß, sie streamt und meine Nase dann, ja. Achi! Achi! Wohin denn? Finde ich jetzt nicht so cool. Bleib mal schön hier. Ich sehe gerade keinen mehr. Ah, ist kostenlos? Ja, siehst du, ich kenne mich nicht aus. Kannst mal sehen, Katzel. Wie sehr ich mich damit beschäftigt habe. Gar nicht. Vielleicht bin ich auch gegen Eichhörnchen allergisch. Oh, dann wäre ich aber echt traurig. Sorry. Ja, ich glaube, Toni schleppt mir die ganzen... Toni und Shadow, die schleppt mir die ganzen Katzenhaare hier rein. Es ist noch mehr Gegner, ich höre es. Oh mein Gott! Was ist denn das? Viel zu viele. Au! Stellt den Kampf ein, Jungs. Sonst werdet ihr alle sterben. Dieser ja. Eindringling ist kein Bandit. Er tötet keine Unbewaffneten. Nee, tue ich wirklich nicht. Könnt ihr... Wenn ihr die Waffe wegsteckt, dann stecke ich sie auch weg. Versprochen. Ich dachte, da ist einer. Okay, die machen es wirklich. Ihr Eindringlinge seid alle gleich. Alle bringt ihr Unschuldige um. Mörder. Nein, nein, ich mache wirklich nichts. Ich habe mich nur gewehrt. Also wirklich. Wie komme ich hier denn runter? Wollte es mir auch kaufen, sah, dass es kostenlos ist. Wow. Ich habe echt gedacht, das kostet Geld. Okay. Das ist ein dummes Spiel. Wow. Wenn es kostenlos ist, ist es dumm, oder was? Spaß.